So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir nehmen heute wieder aus dem Basisdeck, aus der Basisbox von Smash Up eine weitere Fraktion unter die Lupe. Ja, es sind sehr viele in dieser Box drin. Die habe ich auch schon vorgestellt. Es sind ganze 8 Fraktionen. Normalerweise sind in den Erweiterungen immer 4. Darum, ja, haben wir es jetzt etwas langwierig mit dieser Box zu tun. Aber ist egal, weil die hat auch eine schöne Abwechslung drin. Wie ihr hier seht, haben wir es jetzt mit den Robotern zu tun. Und was fällt als direkt mal auf, ganz untypisch, wie ich die Karten hier hinlege. Das habe ich auch aus folgendem Grund gemacht, weil ich ja links immer meine Kreaturen habe und rechts dann die Aktion. Die Roboter haben über viele Kreaturen. Wir sehen hier, ich konnte die gar nicht auf eine Seite alle bringen. Das sind alles Kreaturen und die haben doch echt ganze 2 Aktionen. Also ja, mit denen ist es auch etwas komplizierter zu spielen. Die sind sehr stark, aber ich spiele nicht gerne mit denen, weil man doch sehr viel Kopf rechnen muss. Und ja, es ist möglich und machbar alles. Natürlich ist das jetzt keine Meisterleistung, da irgendwelche Rechenaufgaben zu lösen. Aber es kann doch ganz schön, ja, ich will jetzt nicht die Kraftausdrücke benutzen hier, so, aber es kann doch ganz schön Gehirnsalat machen, sag ich mal. So, wir haben hier diesmal 4 Einer-Kreaturen. Das erste Mal. Ne, 4 nicht, das sind 8, Entschuldigung. 4 Zweier, 3 Dreier, 2 Vierer und eine Fünfer. Ja, und wie ich schon meinte gerade, 2 gleiche Aktionen auch noch. Aber vielleicht sind die ja auch alle gar nicht so schlecht, die Aktionen, die alle 2. Wir werden jetzt erstmal auf die Einer-Kreaturen eingehen. Und da haben wir 3 mal 2 die gleichen. Bei den Einern jetzt. Und 2 einzelne. Wir fangen jetzt mal mit den ersten Doppelten an. Die gibt es zweimal, eine Einer. Das ist Microbot Schrauber. Der Kartentext ist auch gleich. Muss ich mal anders hinsetzen. Ja, so. So, und der Kartentext sagt: Wenn dies die erste Kreatur ist, die du in diesem Zug spielst, darfst du eine zusätzliche Kreatur spielen. Dauerhaft, jeder deiner Microbots erhält Stärke plus 1. Jo. Einer Kreatur hin oder her. Man darf eine zusätzliche Kreatur spielen, ganz egal welcher Stärke. Das ist schon mal, finde ich, sehr gut, sehr stark auch. Weil man ja auch bei manchen Basen durch Ausspielen von Kreaturen irgendwelche, keine Ahnung, Punkte Stärke kriegen kann. Marker kommen auch noch, die sind erst später gekommen. Manche kennen die vielleicht schon, die werde ich auch noch vorstellen. Aber darüber will ich jetzt gar nicht reden, das bringt einen nur durcheinander. Ja, und dazu dauerhaft, jeder deiner Microbots erhält Stärke plus 1. Wir haben hier einen Microbot-Schrauber, sprich, das sind Microbots. Und alle Einer-Kreaturen hier sind Microbots. Das werden wir auch gleich am Namen feststellen. Die haben alle dieses Microbot in sich drin. Ja, und hier haben wir den Microbot-Schrauber, der eigentlich ja schon mal für den Start eine ziemlich starke Kreatur ist für einen Einer. Dann haben wir hier den Microbot-Recycler. Ebenfalls zweimal. Komm mal ein bisschen näher hier. So, und hier sagt der Kartentext: Wenn dies die erste Kreatur ist, die du in diesem Zug spielst, darfst du eine zusätzliche Kreatur spielen. Mische beliebig viele deiner Microbots aus dem Ablagestapel in dein Deck. Also auch hier wieder das gleiche wie eben schon beim Microbot Schrauber. Man darf eine zusätzliche Kreatur spielen, unabhängig der Stärke. Und man darf die Microbots, die man ja hier hat, die einer von den Robotern, aus dem Ablagestapel in sein Deck mischen. So ist man natürlich immer wieder auf der sicheren Seite, dass man sie auch nachzieht und die nicht auf dem Ablagestapel
dahingehend, sage ich mal. Das Gute, was ich eben noch gar nicht erwähnt hatte beim Schrauber, jeder deiner Microbots erhält Stärke plus 1. Das gilt natürlich für den Schrauber selber auch. Sagen wir jetzt mal, wir hätten da beide Schrauber liegen und beide Recycler an einer Basis. Dann hätten wir schon 4 von der offiziellen Stärke plus 1 für jeden, nochmal 4. Sprich, macht das alles zu einer Zweierkreatur und wir hätten hier 8. Das summiert sich dann doch irgendwann schon. Und wir gehen mal zu den nächsten Microbots über. Ebenfalls zweimal. Da haben wir die Microbot-Wache. Zerstöre eine Kreatur an dieser Basis mit einer Stärke kleiner als die Anzahl deiner hier gespielten Kreaturen. Was natürlich auch sehr stark ist. Wir haben zwar hier nur eine Einer-Kreatur, aber da die anderen beiden Microbots ja auch schon sagten, dass man eine zusätzliche Kreatur spielen darf, ist klar, dass sich das dann irgendwann rentiert, wenn man viele Microbots, die auch schnell auszuspielen sind, in einer Basis hat und dann Kreaturen zerstören kann mit der Stärke von der Anzahl der hier gespielten Kreaturen. Ne? Das wächst natürlich und somit kann man eigentlich auch ja, gut und viel und gern zerstören. Kommen wir jetzt zu den anderen Microbots. Das sind zwei unterschiedliche. Und zwar haben wir da einmal den Microbot Alpha. Dauerhaft erhält Stärke plus 1 für alle deine anderen gespielten Microbots. Alle deine Kreaturen gelten als Microbots. Ja, da hört ihr richtig. Das ist eine ganz schöne Überkarte. Zunächst einmal bekommen wieder mal die Microbots alle einen Pluspunkt, wie auch schon bei dem Schrauber. Nur bezeichne diese Karte alle Kreaturen, auch von der zweiten Fraktion, die man spielt, als Microbots. Und somit bekommen alle Kreaturen jetzt nur an dieser Basis? Nein, alle Kreaturen auch an den anderen Basen bekommen hier plus 1. Also man merkt, das geht richtig ab mit den Robotern. Und der letzte Microbot ist das Microbot-Archiv. Dauerhaft, nachdem einer deiner Microbots zerstört wurde, inklusive diesem, ziehe eine Karte. Ja, das ist natürlich auch cool. Den Microbot kann man eventuell dann mit einer Aktion schützen, dass man den nicht zerstören kann. Und wenn der dann im Spiel ist und irgendein anderer Microbot, weil die sind ja leicht zu zerstören, das sind ja nur einer. Also nur mit aufgedruckter Stärke natürlich. Darf man jedes Mal eine Karte ziehen. Und das ist natürlich auch super, wenn man hier diese ganzen Roboterviecher hat und zieht immer mehr nach. Ne? Also man kann eine ganz gute Invasion starten mit den Robotern. So, das waren die Microbots. Fangen wir mal jetzt mit der Zweierkreatur an. Die gibt es auch nochmal. 4 Stück von. Das ist der Zap-Bot. Und der sagt, du darfst eine zusätzliche Kreatur mit Stärke 2 oder geringer spielen. Auch hier kann man wieder schön die Microbots ausspielen. Oder eventuell, wenn man jetzt, sag ich mal, alle Zap-Bots hier gleichzeitig auf der Hand hat, einen nach dem anderen abspielen. Du darfst eine zusätzliche Kreatur mit Stärke 2 oder geringer spielen. Wieder, wieder, wieder. Also, da hört die Invasion noch lange nicht auf. Sehr unangenehmer Gegner, muss man ja auch zu sagen. Jo. Und sag ich mal hier, du darfst eine zusätzliche Kreatur mit Stärke plus, mit Stärke 2 oder geringer spielen. Das gilt dann ja auch schon wieder für die zweite Fraktion, die man hat, da ja dann auch eventuell wieder Zweierkreaturen mit auf der Hand sein könnten. Dann haben wir. Oh, ich krieg die gar nicht hoch hier. So. Die drei von den Dreiern. Oh, das ist der Hoverbot. Hoverbot würde ich das jetzt mal einfach aussprechen. Der sagt, decke die oberste Karte deines Decks auf. Es ist eine Kreatur, darfst du sie als zusätzliche Kreatur spielen. Ansonsten lege die Karte zurück auf dein Deck. Ja. Natürlich, wenn man die Roboter mit einer anderen Fraktion mischt,
hat man in seinen 40 Karten natürlich eine Menge Kreaturen, da die Roboter ja nur zwei Aktionen haben. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man da eine Kreatur aufdeckt, ist ziemlich hoch. Ansonsten lege die Karte zurück auf dein Deck. Ja, sollte das eine Aktion sein, weiß man zumindest, was gleich kommt und kann da schon mit planen. Eigentlich auch eine ziemlich gute Karte, finde ich. Oh, jetzt werden wir hier ganz schön... Also jetzt werden wir hier größer von den Stärkezahlen her. Und zwar gibt es hier auch noch zweimal den Warbot. Und der sagt dauerhaft, diese Kreatur kann nicht zerstört werden. Ganz einfach. Das ist natürlich immer direkt super, wenn eine Kreatur die dauerhafte Fähigkeit hat, nicht zerstört werden zu können. Ja, das ist recht problemlos, dann an eine Basis zu spielen. Und damit kann man planen, dass die schon etwas länger da sein wird. Was natürlich nicht vor Versetzen schützt oder auf die Hand zurücknehmen. Das hat nichts mit Zerstören mehr zu tun. So, und der Nuckerbot, der Nukebot, das ist die 5er, ja, es gibt sogar eine 5er noch. Die sagt dauerhaft, nachdem diese Kreatur zerstört wurde, zerstöre alle Kreaturen der anderen Spieler an dieser Basis. Ja. Da mal gut nach, wenn das eintritt, wenn jemand wirklich, ich will jetzt nicht sagen so doof ist, aber so unaufmerksam ist und diese Kreatur wirklich zerstört, zerstört er halt alles mit. Spiele ich jetzt, sag ich mal, gegen die Roboter und zerstöre den an einer Basis, an der ich sowieso keine Kreatur liegen habe, zerstöre ich halt den Nukebot und alle anderen Kreaturen der anderen Spieler an dieser Basis mit und macht da wieder null. Ne? Da ist dann also wieder genügend Platz, um neu anzufangen. Die Aktionen, die eventuell dann auf den Basen liegen oder an den Basen gespielt wurden, bleiben natürlich trotzdem behalten. Ach, was erzähle ich denn hier? Die bleiben natürlich da. So, und dann haben wir jetzt hier zwei Aktionen, das sind nur die einzigen. Das ist das Technikzentrum. Und was sagt der? Wähle eine Basis, ziehe eine Karte für jede dort gespielte eigene Kreatur. Ja. Wie ihr ja eben schon gemerkt habt, mit den Microbots hat man ziemlich schnell Karten an einer Basis. Das Problem, was die Roboter haben, ist, dass man nachher wirklich zu viele Karten auf der Hand hat, wenn man sie nicht fix ausspielt. Und man darf ja nur maximal 10 Karten auf der Hand haben. Und müsst dann halt jede weitere ablegen, also eine ablegen dafür, das darf man sich ja dann aussuchen. Ja, da war man dann doch so frei und hat noch zwei Aktionen mit dazu gelegt. Und dann kommen wir jetzt auch mal eben zu den Basen, dass wir einmal das Zentralgehirn mit einer Stärke von 19 und Zerstörungswert, 4-2-1. Und der Kartentext lautet, jede Kreatur an dieser Basis erhält Stärke plus 1. Ja, das kommt uns ja irgendwie bekannt vor, ne? Mit diesem plus 1. Und das meine ich auch mit dem Rechnen, bei dem ganzen Microbot-Gedöns, das man hier auch spielen kann. Und den ganzen Extra-Punkten, die man da kriegen kann für die Microbots und andere Kreaturen zählen auch als Microbots. Dann an dieser Basis noch ausgespielt, da geht es wirklich viel zu rechnen. Es ist auch wirklich vorteilhaft, wenn man die Geek Edition hat. Die werde ich auch noch vorstellen. Bei der Geek Edition, da gibt es nämlich auch noch so Karten oder so Plättchen, sag ich mal, sind das, wo man einen Zählstein hat, den man dann auf dem entsprechenden Wert setzen kann. Sonst ist das bei den Robotern echt sehr unangenehm, wenn man das alles behalten muss. Also ganz nette Aktion, auch nicht nur für die Roboter, sondern auch für andere. Die ist auch schnell geknackt mit 19. Ja, und die zweite ist Fabrik 436 1337 mit einem Wert von 25. Dauert hier etwas länger, bis man die Basis knacken kann. Und man bekommt hier 221 Punkte. Und der Kartentext lautet, wenn diese Basis gewertet wird, erhält der Sieger einen zusätzlichen Siegpunkt für je 5 Stärkepunkte, die er hier gespielt hat.
Ja, sage ich jetzt einfach mal, ich alleine, das ist zwar jetzt unwahrscheinlich, aber ich alleine knacke die Basis nur mit meinen Fraktionen, die ich auf der Hand habe, und knacke die Basis halt mit dem Wert von 25, bekomme ich alleine 2 Punkte plus nochmal ein Stärkepunkt für je 5 Stärkepunkten, die ich habe. Und da wären wir dann auch weiter bei 5. Plus den 2, dann hätte ich allein schon 7 Punkte an dieser Basis. Das ist natürlich unwahrscheinlich, dass das passiert, aber ja, also aus Erfahrung weiß ich, dass sich um diese Basis immer gut geprügelt wird. Nicht einer der stärksten und interessantesten und spaßigsten Basen in dem Spiel, allerdings eine Basis, die auf jeden Fall nicht lange im Spiel ist. Also, so wie ich das kenne, da werfen sich gleich alle drauf. Ja, ein bisschen Schluck auf. Das waren die Roboter. Das erste Mal, dass man wirklich aus diesem traditionellen Aufbau einer Fraktion abweicht. Wie was man eigentlich von den Robotern auch erwartet, gibt es viele kleine Maschinen und die vermehren sich enorm. Auch selbst hier, wie heißen sie denn noch? Jetzt bin ich die ganze Zeit bei Archiv, weil dieses Microbot-Archiv da war. Aktion, so. Selbst die Aktionen unterstützen das nochmal, dass man immer mehr Karten ziehen kann und immer mehr Kreaturen auf den Händen hält. Und ich würde sagen, ja, eine ziemlich starke Fraktion, aber andere Fraktion. Also es ist wirklich, erfordert auf jeden Fall schon ein bisschen ja, Routine, auf jeden Fall die Roboter zu spielen. Es ist nicht so einfach wie jetzt die bisherigen Fraktionen, die ich vorgestellt habe. Ich spiele ganz gerne mal mit denen, allerdings auch wirklich nur, wenn ich wirklich wach bin. Wenn ich schon so ein bisschen am Schwächeln und am Gehen bin, sag ich mal, möchte ich da jetzt nicht unbedingt mitspielen. Tja, das waren die Roboter. 2 haben wir noch aus dem Basisspiel. Und als nächstes werde ich im nächsten Video dann die Zauberer vorstellen. Und bis dahin, ne, wie immer, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Spielen.